Eine Million Euro? Baby, das ist deine Traumwohnung. Unterschreib du jetzt, ich hol die Kohle, okay? Die Tasche ist weg. Wie weg? Weg, weg! Ihr Schwager macht gemeinsame Sache mit der Bausenatorin. Die Leute müssen das doch erfahren. Nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Und absolutes Stillschweigen. Kein Wort. Zu niemandem. Mein Freund vom Boxclub sagte, sie hätten Informationen für die Presse. Über die Brock AG. Papa? Was machst du denn schon hier? Mir hat das ausgefallen. Super. Dass du schon hier bist, meine ich. Johnny und ich wollen einen neuen Marvel gucken. Gibst du mir einen Zwanni? Klar. Die Jacke hängt da vorne. Hier hält es in der Tasche. Cola und Nachos wären schon geil. Weißt du was? Nimm einfach gleich den Fuffi, ja? Und dann kannst du den Johnny einladen mit allem Schnickschnack. Okay. Bist du krank oder hast du heute Morgen Uso getrunken? Nee, ich will einfach nur, dass mein Sohn mal richtig einen drauf macht. Okay, cool. Ich bin dann mal weg. Danke. Ja. Was haben eigentlich Sie davon, mit mir hier Firmeninterner zu besprechen? Ich habe meine Gründe. Reicht das? Ich kann Ihnen sagen, Olaf Brock hat seine eigenen Pläne, von der die Öffentlichkeit nichts weiß. Du, Jennifer? Ich muss mal kurz Rosmario holen. Hast du das im Griff hier? Hm? 20 Minuten? Ja klar, Mama. Okay. Olaf Brock plant, im Reuter-Areal Bürotürme hochzuziehen. Er will internationale Großkonzerne dort ansiedeln. Banken, fette Internetfirmen. Die Mieten drumherum werden steigen. Die einfachen Leute müssen dort ausziehen. Einfache Leute, wie es meine Eltern sind, die seit Ewigkeiten hier leben. Nur mal ganz langsam. Das ist ja alles gut und schön. Aber wenn ich die Geschichte morgen in unserem Blatt bringe, schickt uns Herr Brock ein Geschwader Anwälte in die Redaktion. Verstehen Sie, was ich meine? Die Story wäre der Hammer. Sowas rührt die Öffentlichkeit auf. Und sowas exklusiv zu haben, wäre der Knaller. Keine Frage. Aber haben Sie irgendwelche Beweise dafür? Nein, habe ich noch nicht. Aber ich kann welche besorgen. Gut. Sie wissen ja, wie Sie mich erreichen. Das alles, um meine Karre zurückzukriegen? Nein, habe ich nicht. Ich weiß, dass das nicht Ihr scheiß Problem ist. Essen ist fertig. Ey, die wollen 923 Euro haben dafür, dass ich das Fahrzeug auslöse. Und dann soll ich auch noch die Fahrzeugpapiere vorlegen, oder was? Können wir jetzt bitte essen? Die Pizza wird kalt. Mann, die 230.000 für den Lambo könnten wir jetzt echt gut gebrauchen. Hast du dir eigentlich mal überlegt, wovon wir jetzt leben sollen? Was kann ich denn dafür, dass irgend so ein Idiot uns die Kohle klaut, hä? Aber ich. Ja, sag ich das! Mann, du hättest das Geld einfach besser verstecken müssen! Ach so, Mann, wir beide sind das Opfer. Das war unsere Kohle. Unsere Kohle? Das ist mein Geld, ja? Ich hab das Geld geerbt. Und ich wäre auch super ohne diesen beknackten Sportwagen ausgekommen. Was ist denn mit dieser beknackten Wohnung? Für 1 Million hätten wir die gebraucht. Mann, das sollte unser Zuhause werden, unser Nest. Was ist denn mit der Einweihungsparty? Die war komplett unnötig. Ohne Party keine Gäste und ohne Gäste, hä? Kein Diebstahl. Was machen wir hier eigentlich? Wir sollten mal lieber überlegen, wer der Dieb sein könnte.
Ich habe da eine Vorahnung, ja. Jenny. Kannst du mir mal sagen, wo du so lange warst? Geht dich das was an? Ja, ich bin dein Chef. Und wenn du länger Mittag machst, könntest du wenigstens vorher Bescheid sagen. Ihr hättet mir auch Bescheid sagen können, wie ihr euch entschieden habt und dass ihr einfach Olaf mit seinen Plänen so durchkommen lasst. Melissa ist dir keine Rechenschaft schuldig. Du bist hier angestellt, als meine Assistentin. Ist das angekommen? Ja, du hast wie immer recht. Ich hole mir mal einen Kaffee. Meiner bitte mit Milch. Stell dich nicht so an, ey. So flüssig bist du nie wieder. Also, bezahlen. Na? Na? Irgendwelchen Schmuddeseiten unterwegs? Schön wert, du. Ich suche schon die ganze Zeit nach billigen Pommesjabeln für den Imbiss. Und ich hab schon gehofft, du buchst uns einen schönen Urlaub. Das ist eine gute Idee. Und was hättest du denn gedacht? Malediven? Ach, nö. So ein Strandkorb am Timmendorfer Strand. Das wird mir schon reichen. Weißt du noch, wir früher? Campen in Bergenende? Oh, war das schön, wa? Auf die Mücken hätte ich verzichten können, ne? Ich weiß ja nicht, was mich damals gestochen hat, aber ich glaube, Mücken waren es nicht. Das ist doch eine gute Idee, jetzt wo Jenny aus dem Haus ist. Basti ist doch auch froh, wenn er sturmfreie Bude hat. Was hält uns denn auf? Na, die Kohle, Mann. Von Daniel Seert ist doch nichts mehr übrig. Und für die 3,50 können wir gerade mal tanken bis Magdeburg. Nee, nee, das hat keinen Sinn. Jetzt muss erstmal wieder Kohle in die Kasse kommen, bevor wir an Urlaub überhaupt denken können. Hier komme ich mal hin, weil ich bin fix und fertig. Ich muss ja noch einen Imbiss. Okay. Oh, Scheiße. Was platzt ihr denn hier so rein wie beim Banküberfall? Wir wollen unser Geld zurückhaben. Besser gesagt, mein Geld. Und was hab ich damit zu tun? Du warst gestern auf der Party angepisst und hast dich im Nachbarzimmer rumgetrieben. Da, wo wir die Tasche mit dem Geld versteckt haben. Also, wo ist die Kohle? Ihr glaubt also, ich hab euer Geld geklaut. Spinnt ihr eigentlich völlig? Naja, ich glaub's ja nicht wirklich, aber du musst schon zugeben, du hattest ein Motiv. Ah, und welches? Du wolltest nicht, dass Anja Olaf ihre Stimme verkauft. Und was hätte das geändert, wenn ich das Geld geklaut hätte? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht warst du neidisch? Oder vielleicht geldgeil oder so? Geldgeil. Wenn ich geldgeil wäre, würde ich nach oben ins Penthouse fahren und mich auszahlen lassen. Ich bin nämlich auch eine Millionärin, ihr Spinner. Scheiße, das stimmt. Rocco, sie war's nicht. Wer war's denn sonst? Alles in Ordnung hier? Ja, wir wollten Jenny nur kurz Hallo sagen. Komm, Rocco. Da sieht man's wieder. Kohle macht die Leute verrückt. Was hast du angestellt, Jenny? Nichts. Wieso hast du denn mein Handy in der Hand? Du hast dir die Fotos von Olafs Bauplänen geschickt. Warum? Tarek, das müssen die Leute erfahren, damit sie sich wehren können. Der Wichser darf damit nicht durchkommen. Nein, darf er nicht. Aber es zu diesem Zeitpunkt an die Presse zu leaken, ist der falsche Weg, ihn zu stoppen. Ach, und ihm die Leitung der Firma zur Überlassung ist der bessere Weg, oder was? Wie es Melissa getan hat. Um ihn in die Verantwortung zu bringen. Das ist Teil unserer Strategie. Strategie? Im Zweifel mitzuverdienen, wenn Olaf seine Scheiße auf dem Reuter-Areal durchzieht? Gott, Jenny, begreif es doch. Wenn Olaf in der Schusslinie steht, dann, erst dann wollen wir damit an die Öffentlichkeit. Wenn das jetzt veröffentlicht wird, steht die Brock AG als Ganzes und damit auch Melissa in der Schusslinie. Niemand wird dir glauben, dass sie nichts davon wusste. Geht das nicht in deinen Dickschädel? Ja, okay. Ich hab Mist gebaut. Ja, hast du. Und Ihre Security-Firma Alte ruft voraus, besonders durchsetzungsfähig zu sein. Ja, das wird es brauchen. Es geht nämlich um die Räumung des Reuter-Areals. Die Penner müssen da weg. Nein, wenn man das die Polizei machen lässt, dauert das ewig. Die Klagen riskieren wir. Gut, dann mailen Sie mir doch bitte die logistischen Details, den Ablaufplan und Ihre Kostenaufstellung zu.
So schnell wie möglich. Wunderbar, danke. Wiederhören. Die zwei Jungmillionäre. Na, wie lebt es sich so in Saus und Braus? Schon daran gewöhnt? Bitte. Weil Sie es gerade ansprechen, wir... Also, uns ist da ein kleines Missgeschick passiert. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Uns ist das Geld abhanden gekommen. Und deswegen wollten wir Sie fragen, ob es die Möglichkeit gibt, irgendeinen Bonus zu bekommen. Also auszuhandeln, nachzuverhandeln. Vertraglich. Laut Vereinbarung haben Sie sich dazu verpflichtet, bei der Wahl zum Vorstandsvorsitzenden für mich zu stimmen. Und haben dafür im Gegenzug von mir 1,2 Millionen Euro in Bar erhalten. Ja, das wissen wir doch. Wofür wollen Sie dann einen Bonus? Das verstehe ich nicht. Naja, also wir dachten, dass wir da vielleicht noch mal drüber sprechen könnten. Alles, was ich wollte, war Ihre Stimme und die habe ich. Ansonsten sehe ich keinen Grund für eine weitere Zusammenarbeit. Bernd? Ja, grüß dich. Nein, du störst nicht. Ja, wir sollten dringend wieder Golf spielen. Da kommt er. Wenigstens hast du ihm die Bilder nicht geschickt. Ah, ich sehe, Sie haben einen Zeugen mitgebracht. Das ist kein Zeuge. Das ist Herr Aligi. Er ist... Ihr Chef. Ich bin über die Vorgänge im Bilde. Aha. Und das bedeutet? Frau Neumann hat Ihnen etwas zu sagen. Das mit dem Reuter-Areal, das war völliger Unsinn. Ich habe da so verschiedene... Sie hat Baupläne verwechselt. Sie hat irrtümlicherweise ein Projekt in Shanghai für das Reuter-Areal gehalten. Gott sei Dank habe ich sie dabei erwischt. Sonst wäre am Ende noch ein hanebüchener Artikel entstanden. Ich bin ganz neu. Also gibt es keine alternativen Baupläne für das Reuter-Areal? Nein. Gut. Da kann man wohl nichts machen. Falls Sie Ihre Meinung ändern sollten, wissen Sie ja, wie Sie mich erreichen. Meinst du, er hat es geschluckt? Selbst wenn nicht. Er wird nicht das Risiko eingehen, etwas zu veröffentlichen. Du, Jenny, sag mal, Mike hat gerade angerufen und gesagt, ich soll sofort kommen. Hatte sowas Eigenartiges in der Stimme, irgendwas stimmt da nicht. Und Basti ist im Kino, hat sein Telefon nicht an. Kannst du für mich einspringen? Dann musst du mal meinen Chef fragen. Okay, Chef, darfst du für mich einspringen? Ich denke, wir machen Feierabend. Alles klar, macht's gut. Und? Hunger? Ein bisschen. Ja, dann zieh dir mal die Schürze an. Oh, das hätte ich mir auch einfacher vorgestellt, du. Und ich dachte, es wäre was passiert. Ja, ist doch auch. Hier. Jetzt hast du deinen Timmendorfer Strand zu Hause. Du kommst ja auf Sachen, ey. Ich dachte, du hast einen Herzinfarkt oder sowas. Ja. Der Rücken hat ein bisschen geknackst beim Zusammenbauen, aber sonst... Du bist so ein Knallkopf, ey. Wir haben überhaupt keinen Platz für sowas. Was kostet denn so ein Ding überhaupt? Ideal. Gestern auf der Rennbahn, da hab ich die Restkohle da von Daniel auf schneller Frankie gesetzt. Und der Klepper ist dann auch artig an allen vorbei, als erster über die Ziellinie. Du und die Keule, ey. Sonst verliest du doch immer. Man kann auch mal eine Glückssträhne haben. Ja, ich bin einfach baff. Ach, jetzt schon? Ja. Pass mal auf. Oh nee, Mann, ich muss zurück in Imbiss. Das Einzige, was du jetzt musst, ja, das ist hier niesen. Okay. Team, oder? Hier schon.
Ja, ich weiß. Ich hätte beinahe Mist gebaut. Vielleicht solltest du das nächste Mal Melissa und mir einfach vertrauen. Vielleicht solltet ihr eure kleine Assistentin das nächste Mal einweihen. Dann würde sowas nicht passieren. Muss ich jetzt jedes Mal, wenn etwas nicht so läuft, wie du willst, damit rechnen, dass du losgehst und Unsinn machst? Wenn das so ist, dann kann ich dich nicht gebrauchen, Jenny. Du musst dich mal entscheiden. Entweder du willst lernen und dich hocharbeiten, oder du ziehst jedes Mal den "Ich bin Erbin, es ist auch meine Firma"-Trumpf. Was glaubst du denn, wie ich in meine Position gekommen bin? Ich habe klein angefangen, musste mich mühsam hochbuckeln. So läuft das nun mal. Ja, ich weiß. Aber ich glaube, wir haben gerade ein ganz anderes Problem. Die Würste verbrennen. Oh, Scheiße! Gerade noch mal gut gegangen. Vielleicht sollte ich lernen, jemandem zu vertrauen. Ich bin da echt aus der Übung. Warten. Ist Basti schon aus dem Kino zurück? Der Depp hat bestimmt wieder die Schlüssel verloren. Meinst du? Ich geh mal hin. Ja. Hi. Hallo. Hey. Ihr. Na, kommt rein. Danke. Geht mal gleich durch, wir sind im Wohnzimmer. Hallo. Hi, wir wollten nicht stören, aber habt ihr was zu feiern? Also, das ist nur ein Strandkorb. Der ist ja süß. Nicht Rocco? Ja, wir stören euch auch nicht lange. Es geht einfach nur darum, dass uns gestern ja das Geld geklaut wurde. Und wir versuchen jetzt rauszufinden, wer dafür in Frage kommt. Problem ist nur, wir hatten gestern ganz schön allein im Tee. Und weil wir nicht mehr alles auf dem Schirm haben, wollten wir euch fragen, ob euch irgendwas Verdächtiges aufgefallen ist. Ich fand da diesen einen Typen so komisch. Der war so finster. Du wirst ihn alles. Ja, du hast nicht viel Würstchen gegessen. Wie hieß der gleich? Hilf mir mal. Birol. Birol ist einer meiner besten Freunde. Das ist mein Bluesbruder, für den würde ich die Hand ins Feuer legen. Ja, ich auch. Der hat sogar noch beim Abspülen geholfen. Ach so. Na dann, ich weiß nicht, also, mir ist nicht weiter aufgefallen. Du, Mike? Ich weiß nicht. Nee. Ich hab mich voll aufs Catering konzentriert und da kriegst du nichts mit. Okay, dann werden wir noch mal in uns gehen. Danke euch. Macht euch noch einen schönen Abend. Mhm. Der ist echt romantisch. Macht's gut, wa? Respekt. Hast tapfer durchgehalten. Kriegt man den Gestank eigentlich wieder aus den Haaren raus? Wenn wir hochkant bei Brock rausfliegen, haben wir ein zweites Standbein. Das ist wichtig heutzutage. Wir werden nicht hochkant bei Brock rausfliegen, wenn du mir das zunächst von meinem Alleingang erzählst. Aber du musst mit sowas aufhören. Solche kopflosen Aktionen richten meist mehr Schaden an, als sie bringen. Auch wenn sie gut gemeint sind. So bin ich halt. Ich explodiere. Und wenn ich explodiere, kann ich nicht mehr klar denken. Ja. Was ist das, Dicker? Dein ganzes Geld ist weg, oder was? Was ist das für eine Scheiße? Was für eine Ratte beklaut Kameraden, Alter? Was ist das für ein Hund? Ja, das wüsste ich auch gerne. Willst du ein Bier? Ja, ist nach vier gepärt. Hey, ich sag's dir. Anja packt gerade die ganzen Sachen zusammen und vertickt die. Das geht halt nicht anders. Und sie sah so wunderschön aus in diesem Chanel-Kleid. Es hat mir das Herz gebrochen, sie so heulen zu sehen. Hier. Na, immerhin hast du noch deine Karre, sobald du sie ausgelöst hast. Das ist doch schon mal was. Ja. Trotzdem scheiße. Zur Mitte, zur Tüte. Zum Sack, zack, zack. Birol, wenn du irgendwie Hilfe brauchst in der Werkstatt oder so, ich brauch ganz dringend einen Job. Anja macht mich schon die Hölle heiß. Rocco, du weißt immer, Dicker, aber die Tage läuft jetzt nichts mehr, Dicker. Ich bin für zwei Wochen weg. Wo geht's denn hin? Kennst du auch Britta, die eine aus dem Späti, aus der Reichmärker? Alter, die hast du klar gemacht? Respekt. Digga, zwei Wochen, wir beide auf Ibiza, Digga. Wir machen Party im Pascha, Digga, wir gönnen uns. Runter nach Ibiza. Läuft gut mit der Schrauberei. Ja, du weißt doch, Digga, ein Handwerk hat immer goldene Boden, Mann. Ich will mich nicht beschweren. Weißt du, ich hab so auf Kala Talamanda irgend so einen Ort, weißt du? In so einer Bucht habe ich ein Zimmer mit Meerblick. Meerblick? Zwei Wochen, wir beide alleine, Alter. Nur das Beste für deine Britta. All inclusive, Alter. Weißt du, was ich meine?
Vielleicht gibt's ja wirklich Wichtiges im Leben als Kohle. Naja. Ja, klar, Mann. Dass man sich vertraut, verstehst du? Und dass man sich aufeinander verlassen kann, egal was ist. Klar. Und dass man zusammenhält. Du zum Beispiel, du hast mich heute total glücklich gemacht. Ganz ohne Millionen. Einfach so. Und an die Ostsee kommen wir zwei auch noch. Birol, wenn du mir irgendwas zu sagen hast, dann sag's einfach, okay? Was denn? Ich werde nicht ausflippen, versprochen. Hey, na? Ja, geil, geil. Nee, weißt du, was du machst? Pack nur Tanga sein, mehr wirst du nicht brauchen. Ja, Mietwagen ist schon geklärt, ein Cabrio. Ja, süß, darauf kannst du einen süßen Knackersch verwetten. Pass mal auf, ich ruf dich später an, okay? Machen wir das so? Gut. Okay, gut, alles klar, bis später, tschüss. Rolf, verarsch mich nicht. Wo ist mein Geld? Digga, was denn für ein Geld? Mein verschissenes Geld, wo ist es? Du denkst, dass ich deine Million habe? Du hast gesehen, was in der Tasche drin ist. Du bist der Einzige, der gesehen hat, wo ich sie versteckt habe. Und jetzt erzählst du mir was von Ibiza und Cabrio und dieser Tanga-Britta? Junge, wo ist mein Geld? Rocco, weißt du was? Du bist verrückt. Hör mir mal zu, wenn du denkst, dass ich deine Million habe, ja, dann verpiss dich. Beruhig dich mal! Wo ist mein Geld, Junge, wo? Birol! Birol! Du kannst nicht einfach so gehen. Doch. Axel war mein Mann. Ich denke, ich habe ein Recht darauf zu erfahren, was zwischen euch vorgefallen ist. Er hat ihn in ein Heim gegeben. Was? Denkst du, du wirst ihn jemals wiedersehen? Glaub nicht. Ich möchte auch mal was. Ich bin der Einzige in meiner Klasse, der ein Handy aus der Steinzeit hat.